Willkommen zum zweiten Teil der Dwarf Fortress Tutorial-Reihe hier in der Zwergenfestung. Heute zeige ich euch, wie man in Dwarf Fortress eine Welt erschafft, damit wir darauf einen passenden Startpunkt für unsere zukünftige Festung finden. Zudem werde ich euch mit Sicherheit ein gutes Gefühl vermitteln können, wie riesig die Welt von Dwarf Fortress eigentlich ist. Das ist diesmal noch leichte Kost, versprochen, aber wir wollen uns ja auch von Video zu Video ein Stückchen steigern. Lasst mich euch also buchstäblich in eine neue Welt entführen. Ich bin Markus und nach einem kurzen Intro geht's los. So, nachdem wir Dwarf Fortress geöffnet haben, brauchen wir, um ein neues Spiel zu starten, als allererstes eine Weltkarte, auf der wir überhaupt spielen können. Diese erstellen wir mit dem Menüpunkt Create New World. Nach kurzer Ladezeit und dem Bestätigen, dass es sich hierbei 14 Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Version tatsächlich noch um eine Alpha-Version handelt, können wir anschließend unsere Präferenzen festlegen, wie wir die Spielwelt gerne erstellt haben möchten. Als erstes haben wir die Größe der gesamten Weltkarte. Medium hört sich ja nicht wirklich besonders groß an, aber selbst diese Weltgröße hat ein immenses Ausmaß. Damit man sich etwas unter den Größenangaben vorstellen kann, möchte ich euch erst einmal visuell vor Augen führen, was man sich unter diesen Größenangaben überhaupt vorstellen kann, beziehungsweise wie die Welt hierarchisch untergliedert ist. Die kleinste Einheit, aus der die Spielwelt besteht, ist ein sogenanntes Teil von ca. 1x1 Meter. Hier findet zum Beispiel ein Stein oder ein Zwerg Platz. 48x48 dieser Einheiten bilden wiederum einen Block. Eine spielbare Region hat die Größe von 16x16 Blocks, was etwa 0,6 Quadratkilometer entspricht. Auf einer Pocketkarte, also der kleinsten Größe, gibt es 17x17 Regionen, also 298 Regionen oder 170 Quadratkilometer. Spielt man auf Smaller, besteht die Spielfläche schon aus 33x33 Regionen auf 642 Quadratkilometern. Die nächstgrößere Karte, Small, hat schon fast 2500 Quadratkilometer und 65x65, sprich 4225 Regionen. Nun wird's aber richtig groß. Fast 10.000 Quadratkilometer bekommt man auf Medium mit 129x129 Regionen und die größte Karte auf Large mit fast 39.000 Quadratkilometern, 257x257, also insgesamt 66.000 Regionen und 39 Milliarden der kleinsten Einheiten. Eigentlich gibt es ja kaum eine Veranlassung, etwas anderes als Smaller oder Small zu spielen. Auch sinkt die Framerate des Spiels mit einer größeren Karte. Aber wir spielen trotzdem Medium. Warum? Weil wir es können. Von der Größe der Karte ist auch die Anzahl der Forgotten Beasts abhängig, welche zwischen 12 und 867 liegt. Aber das ist in diesem frühen Stadium für uns erst einmal total unerheblich. Die History, also das Alter der Karte, bestimmt, wie viel sich in der Welt bereits getan hat. Also wie viele Zivilisationen entstanden oder auch wieder ausgerottet worden sind, entstandene Städte, Türme, Artefakte und so weiter. Ist die History also zu kurz gewählt, so ist die Weltkarte sehr leblos. Mit der Einstellung von Very Short bis Very Long stellt man die Anzahl der zu simulierenden Jahre von 5 bis knapp über 1000 Jahre ein. Short ist 120, Medium 250 und Long 550 Jahre lang. Jedes weitere Jahr zu simulieren dauert immer ein wenig länger als das vorhergehende. Das heißt, so eine Generierung kann dann auch schon mal eine halbe Stunde dauern. Sie kann aber bei Bedarf auch jederzeit unterbrochen werden, wenn man das Gefühl hat, dass bereits genug Jahre simuliert wurden, um ein vernünftiges Spielerlebnis zu haben. Wir bleiben hier trotzdem auf Medium. Im nächsten Punkt bestimmt man, wie viele Zivilisationen, das heißt Königreiche, sich auf der Welt befinden sollen. Auch dieser Faktor ist abhängig von der gewählten Weltgröße und reicht von 3 bei Very Low und Weltgröße Pocket bis hin zu 160 bei Very High und Weltgröße Large. Ich denke, eine mittlere Größe sollte als Startparameter aber vollkommen in Ordnung sein. Maximum Number of Sites bestimmt wiederum, wie viele Städte, Dörfer, Reservate und andere Strukturen auf der Karte sein werden. Auch hier würde ein zu niedriger Wert wohl zumindest auf Dauer eher zu einem langweiligen Spielerlebnis führen. Besonders im Abenteuermodus
welchen wir aber hier gerade nicht besprechen, empfiehlt es sich, eine hohe Anzahl zu wählen. Diese reicht übrigens von 4 bis 2000 Strukturen, je nach gewählter Kartengröße und Einstellungen von Very Low bis Very High. Number of Beasts legt fest, wie viele bossähnliche Gegner zu Beginn der Kartengenerierung existieren. Das muss allerdings nicht zwingend heißen, dass die nach hunderten Jahren simulierter Geschichte auch immer noch leben. Fakt ist aber, dass man besonders in den ersten Jahren des Siedelns am besten keinen Kontakt mit so einem Gegner haben möchte, welche übrigens meist von viel Reichtum angezogen werden. Wie bei den vorherigen Einstellungen ist auch hier die Anzahl proportional von der Kartengröße abhängig. Mit Natural Savagery sind aggressive Wildtiere gemeint, wobei auch diese tatsächlich auch bei Medium nicht so häufig auftreten, als dass man als Anfänger die Einstellung heruntersetzen müsste. Also wir können sie auf jeden Fall problemlos bei der Standardeinstellung Medium belassen. Der nächste Punkt, Mineral Occurrence, sollte meines Erachtens nicht heruntergestellt werden, da man sich sonst echt einen Wolf gräbt, bis man auf Metall stößt, wenn man überhaupt in einer Region Metall oder andere Ressourcen vorfindet. Andernfalls muss man sich Metall durchs Handeln zum Beispiel besorgen. Für einen guten Anfangswert stellen wir diese Option aber besser auf Frequent. So, die Einstellungen sind nun gewählt, womit nun mit der Taste Y die Generierung gestartet werden kann. Man bemerkt auch direkt, dass die ersten Jahre sehr schnell ins Land gehen. Das liegt daran, dass zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht so viel zu simulieren ist. Das wird sich aber schnell ändern. Um das Tutorial jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, spulen wir einfach mal eine kleine Runde vor. So, die Welt wurde erstellt. Im unteren Bereich finden wir auch gleich den zufallsgenerierten Namen der Karte. Mit den Pfeiltasten kann man den Cursor über die Karte bewegen und sich die Namen der Städte oder Gebiete ansehen. Das geht in weiteren Folgeschritten aber auch deutlich leichter. Die Enter-Taste schließt die Erstellung nun ab und speichert die Karte. So, an dieser Stelle mache ich mal einen thematischen Break, da es sonst zu viel für ein einzelnes Video wird. Im nächsten Video geht es weiter mit dem Starten des Spiels auf der eben erstellten Karte, dem Finden einer sinnvollen Startposition und dem sorgfältigen Vorbereiten eurer Mission. Mich würde allerdings mal interessieren, wie ihr eure Karte so zusammenbaut. Eher riesig und gefährlich oder klein und beschaulich? Was für Parameter wählt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Und natürlich auch, wenn ihr hierzu noch Fragen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt doch bitte einmal auf den Daumen nach oben. Und wenn ihr mögt, abonniert mich, um weiterhin mit spannendem Content auf dem Laufenden zu bleiben und mich hier kostenfrei zu unterstützen. Wir sehen uns im nächsten Teil.